Gewährleistung und Garantie sind also die beiden Begriffe, die sorgfältig voneinander zu trennen sind. Was ist Gewährleistung? Gewährleistung bedeutet, dass ich den Zustand zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs, den ordnungsgemäßen Zustand zu diesem Zeitpunkt, wo die Ware übergeht vom Verkäufer auf den Käufer, dass ich diesen Zustand gewährleiste, und zwar über einen gewissen Zeitraum. Das ist Gewährleistung. Und Garantie ist völlig frei. Ich kann alles garantieren, wenn ich das will. Garantie ist sehr viel freier in der Ausgestaltung. Ich kann 3 Jahre Garantie geben, die ihn durchrosten. Ich kann eine Geld-Zurück-Garantie geben, ich kann sie an bestimmte Bedingungen knüpfen oder auch nicht. Kann ich alles machen. Garantie ist eher Marketing. Gewährleistung ist ganz klar juristisch definiert. Gewährleistung bezieht sich auf den Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Und der ordnungsgemäße Zustand zu diesem Zeitpunkt muss gewährleistet sein, und das über einen gewissen Zeitraum.